Wir sind wieder zurück im Haven Park. Diesmal habe ich mir sogar gemerkt, wie der Titel heißt vom Spiel. Entschuldigung, dass ich das beim letzten Part irgendwie nicht wusste. Ich spiele so viele verschiedene Spiele. Wenn da mal was Haven heißt, dann geht das irgendwo ganz hinten in mein Hirn und dann taucht es unter oder sowas. Ja, wir wollen hier weiter alles erkunden und machen und tun. Und ich habe mir überlegt, da das Spiel ja sehr, sehr viele, ja, sagen wir mal, Sammelsachen hat und wenn ihr halt eben mehr sehen wollt, also ich überlasse es euch natürlich wieder. Wie gesagt, das Ganze hier darf gerne ein Let's Play werden, wenn ihr dabei seid und es gerne als Let's Play haben wollt und so, mache ich das gerne. Und trotzdem habe ich mir überlegt, das kann ja vielleicht auf Dauer, übrigens, ich sitze schon wieder falsch, ich muss auf die linke Seite, das kann ja auf Dauer ein kleines bisschen, ja, repetitiv werden, also dass wir halt wirklich hier Sachen sammeln und suchen und sowas, bis die ersten Bewohner kommen, kann es ein bisschen dauern. Damit ich aber ein bisschen was zu erzählen habe mit euch, habe ich gedacht, nehme ich dieses ganze Urlaubsthema, das wir hier haben, und nehme das einfach mal mit als Gesprächsthema. Ich erzähle über meine Urlaube, die ich bisher gemacht habe, welche Städte, Länder ich bisher bereist habe, was ich da kennengelernt habe. Okay, hier ist Ende. Da ist irgendwann mal Schicht. Wie ich es gefunden habe und so weiter. Und ich kann euch zum Beispiel erstmal über meinen letzten Urlaub reden. Mein letzter Urlaub war auf Kreta. Habe ich ja schon gesagt. Und da habe ich ja schon ein bisschen was dazu erzählt. Aber es war mein erster Urlaub mit Baby. Das habe ich davor noch nie gemacht. Das ist sein erster. Du trägst zu viel. Baue etwas in einem Camp. Oh, oh, oh. Wir haben das erste Mal eine solche Situation, dass wir zu viel haben. Beziehungsweise, wartet mal ganz kurz. Ich kann ja, glaube ich, auch mit den Skillpunkten meine Tasche verbessern. Vielleicht habe ich ja schon genügend Skillpunkte. Ich habe 2. Die Karte zeigt mir Elemente. Trage mehr Ressourcen. Ja, siehst du, das geht sogar. Ha. Sehr schön. Gut, dass ich mir die immer aufbewahre für die jetzige Situation. Konnte ich es gut gebrauchen. Jetzt kann ich wieder was mitnehmen. So, das nehme ich jetzt auch noch mit. Ja, es war mein erster Urlaub mit Baby und ich muss ganz ehrlich sagen, es war für mich keine Erholung. Es war für mich wirklich keine Erholung. Ich weiß nicht, wie es mit anderen ging, wenn sie das erste Mal mit einem Kind Urlaub gemacht haben. Bei mir war es halt tatsächlich so, dass ich eher das Gefühl hatte, es war wie zu Hause. Ich muss mich halt quasi, klar, ich muss zu Hause natürlich keine Hausarbeit machen und Dings machen und nicht kochen, aber es war trotzdem irgendwie wie zu Hause und nichts Besonderes in der Hinsicht und ich hatte da auch nicht wirklich Entspannung, außer in der Zeit, in der er mal Mittagsschlaf gemacht hat, da habe ich aber auch öfters mal Mittagsschlaf gemacht, weil ich wieder fertig war. Es war auch noch bullenheiß, da hat man natürlich dann trotzdem immer noch das Gefühl, dass man, dann noch mehr geschlaucht ist, weil die Hitze einen wirklich fertig machen kann. Und komme ich jetzt hier hoch weiter? Ah, hier kann man hoch, ne? Aha. Ah, sehr schön. Metall und Holz. War ich hier schon mal? Das sieht irgendwie so unvertraut aus. Es sieht aber tatsächlich ganz schick aus. Hier würde ich gerne was, ich weiß, hier würde ich gerne was anpflanzen, wenn ich dürfte. Aber ich glaube, ich darf nicht, ne? Ich darf nicht einfach auf fremden Gegenden irgendwas einpflanzen. Na, keine Sorge, ich werde keine Hanfplantage oder sowas aufbauen. Ich will aber ein bisschen Mais oder sowas zum Popcorn machen. Für unseren Filmabend. Da gucken wir dann, wie heißt das? Huhn und, das kleine Huhn oder Little Chicken oder irgendwie sowas. War doch so ein Disney-Film, oder? Der würde passen. Oder wir gucken uns eine Dokumentation an, wie man Chicken Nuggets macht. Ein Horrorfilm für das kleine Küken. Okay. So. Genau, also wie gesagt, es war für mich keine wirkliche Erholung. Ich habe jetzt, nachdem ich jetzt vom Urlaub wieder zurück bin, habe ich eher das Gefühl, ich bräuchte Urlaub vom Urlaub. Ich glaube, so geht es einigen Leuten, dass man da gerne mal nochmal eine Woche lang komplett ohne Baby hätte Urlaub machen wollen. Aber das geht ja leider nicht, ne?
ist ja leider nicht mehr. Irgendwann ist er älter und dann mache ich mal Urlaub ohne ihn. Na, weil Oma und Opa übernachten oder so. Und... Oh, ein Brief? Ein Brief? Sieht aus, als hätte ihn jemand verloren. An wen ist er adressiert? Herr Bert. Kenne ich nicht. Habe noch nie was davon gehört. Und die Adresse ist die Zuflucht Alte Schlossstraße. Vielleicht ist es ein wichtiger Brief. Ich sollte versuchen, diesen Ort zu finden. Wie unsere erste Quest, die wir gefunden haben. Ja, endlich geht's wieder richtig los. Okay, hier. Bringe den Brief zu Herrn Bert. Und, Alte Schlossallee, wir gucken mal kurz auf die Karte. Habe ich da vielleicht schon irgendwas in der Art und Weise gefunden? Sonnenbuchstraße, verlassene Mühle, Atoll. Nee, tatsächlich nicht. Und mir fehlt irgendwie so ein bisschen das Zeichen, Sie sind hier. Wo bin ich denn gerade auf der Karte? Gut, ich bin wahrscheinlich an einem Ort, wo ich noch nie vorher gewesen bin, weil sonst hätte ich den Brief ja nicht gefunden, ne? Toffi kann auch logisch denken. Wer hätte das gedacht? Ja. Tatsächlich würde ich zu gerne wissen, was dieser Herr, was diesem Herrn... Ein Auto! Drücke A und zu hupen. Piu, piu. Ich kann hupen. Generell ist es eigentlich viel wichtiger, hier die Sachen einzusammeln. Oh, neues Level. Und kann ich jetzt... Wenn man 50 Mal hupt, dann kriegt man auch ein neues Level. Das ist ein Secret. Lärmbelästigungs-Secret im Spiel. Oh, cool. Ich glaube tatsächlich, man soll sich mit diesen Steinen hier so ein bisschen orientieren. Gerade weil es auf der Karte keinen Sie sind hier gibt, oder? Wahrscheinlich. Ich gehe mal da oben hin. Ich glaube, da ist noch was. Aber... Den Brief jetzt einfach aufmachen, das wäre nicht fein. Würdet ihr das machen? Würdet ihr einfach einen Brief, den ihr irgendwo auf einer Insel findet oder sowas? Ja, was weiß ich. Oder auf der Straße. Ihr lauft zum Einkaufen und findet einen Brief auf der Straße. Würdet ihr den einfach aufmachen? Gerade wenn es so ein Liebesbrief ist, weißt du? Oder in der Schule. Da hat man doch gerne so früher Briefe verschickt. Oder was heißt verschickt? Vergeben. Kreuze an, willst du mit mir gehen? Ja, nein, vielleicht. Ich habe tatsächlich so einen Brief habe ich tatsächlich auch mal abgeschickt, also jemandem gegeben. Und ich war total enttäuscht, weil das Mädchen, der ich den Brief gegeben habe, die hat, sie hat erst Ja angekreuzt, das hat man gesehen, weil sie es mit Bleistift gemacht hat, dann hat sie es wegradiert und dann hat sie vielleicht angekreuzt. Ich war so enttäuscht. Ich war so enttäuscht, wirklich. Das heißt, sie wollte eigentlich mit mir zusammen sein und dann hat sie sich wahrscheinlich nochmal ein Foto von mir angeguckt und hat gesagt, nee, die armen Kinder, die daraus entstehen würden. Habe jetzt meinen Sohn gedisst. Ja, es war halt echt so. Es ist keine erfundene Geschichte, es war halt so. Aber ich glaube, wenn ich jetzt in der Schule einen so Brief finden würde, ich glaube, ich wäre zu neugierig. Gerade als Schüler, da hast du doch noch gar keine wirklichen, Hemmungen, was das angeht, oder? Du würdest da einfach hingehen und sagen, ja, meine Güte, ja, dann hat jemand den Brief verloren. Wenn Doofheit zahlt sich halt nicht aus. Das heißt, wer dazu doof ist, den Brief vernünftig zu transportieren und ich ihn dann finde, dann muss er damit rechnen, dass ich ihn lese oder so. Kinder können halt gemein sein. Ich sag's nur. Hier ist eine Mauer. Yeah, ich bin im Westen. Okay, das ist nicht witzig. Ja, ein bisschen witzig war's. Schwarzer Humor muss auch mal drin sein. So, aber ich finde tatsächlich gar kein neues... Hier oben ist noch irgendwas. Ich wollte es gerade sagen, finde ich noch einen neuen... einen neuen Bereich? Ich kann mal einfach so drüber laufen. Drücke, um die Karte zu öffnen. Ja, das Problem an der ganzen Sache ist, dass es mir nicht viel bringt. Ich sehe ja nicht, wo ich bin. Ich gucke trotzdem mal ganz kurz nach. Achso, Quatsch, ich kann ja hier drücken, ne? Ja, hier ist die Karte, genau. Entweder bin ich blind oder man sieht wirklich nicht, wo man gerade ist. Naja, ich suche weiter. Ich bleibe dabei. Hier ist was. Ha! Wunschbrunnen. Deine Karte wurde aktualisiert. Wo bin ich denn jetzt? Ach, da unten bin ich. Okay. Ich kann mir was wünschen. Okay. Zeig mir etwas zu wünschen.
Ich wünschte, ich hätte ein schickes Auto. Du bist gerade an deinem Auto vorbeigelaufen. Du hast ein paar Mal gehupt. Wie hast du gehupt? Hast du irgendwie deinen Kopf gegen die Hupe geschlagen oder was? Und hast dann nicht gecheckt, dass das ein Auto war? Hä? Nein, warte. Was soll ich damit? Okay. Wenigstens ist er so einsichtig. Hier gibt's eh keine Straßen. Ich wünschte, ich hätte mehr Münzen, damit ich den Park besser instand halten kann. Ich wünschte... Warte. Wie viele Wünsche habe ich? Ah, der Brunnen kann sprechen! Hat mir der Brunnen gerade geantwortet? Nein. Was? Ist da jemand drin? Hallo? Plus 5 Münzen. Was ist gerade passiert? Hat das echt geklappt? Jetzt bin ich aber... hallo? Ich hab dich reden gehört. Ich bin nicht verrückt. Komm schon. Ich weiß, dass du da bist. Naja. Danke für den Wunsch. Ich werde die Münzen gut investieren. Hä? Da steckt doch jemand drin. Der Kröcke kommt doch so noch nicht mehr raus. Guck dir mal das Loch an. Da passt ja keiner durch. Victoria Beckham vielleicht. Aber ansonsten... So, was wollen wir hier hinbauen? Den Grill vielleicht? Ein Sonnenschirm? Eine Schaukel. Ja, den Pool wollten wir schon lange, ne? Komm, wir machen mal den Pool hier hin. Neben den Brunnen ein Pool. Wenn eines von den beiden Sachen austrocknet, haben wir wenigstens noch das andere, um es wieder zu füllen. Das ist Toffee-Logik. Das ist Toffee-Logik. Guck mal, ich habe dir was gebaut. Ich habe die Münzen gut investiert, wa? Hey, ich finde das voll intelligent. In meiner Welt ergibt das Sinn. In meiner gedanklichen Welt. Also das fand ich jetzt tatsächlich total niedlich, diese Geschichte mit dem Brot. Aber das fuchst mich jetzt, dass ich... Du hast 2 Skillpunkte. Joa, mache ich nachher ganz, ganz klar. Nee, nicht nutze ich sie, aber ich warte lieber erstmal ab. Ja, also mich fuchst das jetzt, dass ich nicht weiß, was da drin ist. Wer da drin ist, besser gesagt. Vielleicht erfährt man das noch im Laufe der Geschichte. Und jetzt aber Top-Down-Ansicht. Hier waren wir, glaube ich, auch noch nicht, ne? Hier kann ich runter. Und was mache ich hier unten? Einsammeln. Eine Münze! Die war versteckt. Okay, hier war ich schon, weil hier ist etwas repariert. Ah, hier, guck mal. Canyon, Westbach, Schildkrötenfelsen, Schwarzer Turm. Gut, ich muss nach links und dann nach oben, glaube ich. Also, ja, links und oben ist auf jeden Fall einiges noch zu erkunden. Ja, kann ich euch noch weiter was zu meinem Urlaub erzählen? Also, Kreta war ich ja. Und ich kann euch gar nicht so viel über die Landschaft oder sonst irgendwas erzählen, weil tatsächlich, ich war das zweite Mal schon da. Ich habe da schon mal einen All-Inclusive-Urlaub gemacht. Und diesen All-Inclusive-Urlaub habe ich genauso verbracht wie den jetzigen. Westbach bin ich jetzt. Okay, jetzt nach oben irgendwie. Diesen All-Inclusive-Urlaub habe ich genauso verbracht wie den letzten. Ich habe nicht wirklich viel von der Landschaft mitgekriegt. Gut, das mit dem Feuer habe ich ja schon erzählt. Das habe ich sowieso nicht richtig mitgekriegt. In der Hinsicht... ist nichts passiert, zum Glück. Und ich weiß nicht, ob ich mich dann überhaupt rausgetraut hätte aus der Anlage, wenn es irgendwie das Risiko besteht, dass man vielleicht irgendwie in Gefahr gerät oder sowas. Aber das war nicht der Grund. Das ist einfach der Grund, weil ich mit Baby sowieso nicht sehr, sehr flexibel war. Er macht ja auch Mittagsschlaf und so weiter. Und ich konnte dann sowieso keine großen, riesen Megatouren machen, weil irgendwann ist er halt dann müde und dann muss ich halt wieder zurück. Und das ist alles ja nicht so gut, ne? Deswegen habe ich tatsächlich gar nicht groß was gemacht, sondern wirklich nur einen All-Inclusive-Urlaub gemacht, bei dem ich nicht viel gesehen habe, außer die Anlage. Was haltet ihr davon? Also ich meine generell von dieser Art von Urlaub. Seid ihr diejenigen, die das quasi Hummeln im Moors haben, die dann wirklich sagen, ja nee, All-Inclusive-Urlaub schön und gut, aber irgendwann sticht mich... irgendwas in meinen Rücken und sagt, ich muss mich bewegen, ich muss irgendwas machen. Es
gibt solche Urlaube, die ich auch mag, tatsächlich. Gerade so Städtetrips oder so. Da bin ich dann wirklich voll on Tour. Da möchte ich gerne viel sehen. Da stehe ich meistens dann auch kein gutes Hotel oder sowas, weil es wirklich nur zum Schlafen ist. Da stehe ich dann ganz früh auf und gehe dann los und erkunde die Umgebung, ein paar Sehenswürdigkeiten und so. Und aber dann gibt es halt eben wieder solche Urlaube wie der jetzt hier, der nicht wirklich viel Aktivität beinhalten muss. Ah, da ist noch was zum Reparieren. So. Mhm. Da ist noch was. Die Anlage war nicht so schön tatsächlich. Ich habe für einen Tipp. Der Weg zum Pilgerfelsen scheint verschwunden zu sein. Verschwunden. Der Weg ist verschwunden. Hat das was mit dem ominösen, komischen Frosch aus dem Brunnen was zu tun? Ich finde einen anderen Weg. Der ist verschwunden? Okay, das heißt, ich komme an gewisse Bereiche vielleicht sogar noch gar nicht rein, wenn ich das jetzt richtig interpretiere. Okay, das ist einerseits total interessant, andererseits aber auch total komisch. Ah, guck mal hier, ein alter Traktor. Hast du dir den auch gewünscht? Gibt es ein paar Ressourcen? Den kann ich zum Beispiel nicht reparieren. Vielleicht später. Hier war ich schon mal. Hab den Traktor vorhin übersehen. Wer hätte das gedacht? Hier war ich noch nicht. Hier habe ich noch was zu reparieren, genau. Oder ich war hier schon mal und habe wieder was übersehen. Das kann sein. Doch, ich war hier schon mal. Ich habe wieder was übersehen. Och Gott, Toffi, weißt du? Hier war ich... ein altes Schiff. Hier war ich auf jeden Fall auch schon, weil hier... Das war der Anfangsbereich, da wo ich gestartet habe, die Folge. Hier war ich noch nicht. Guck mal hier, ein altes Schiff. Was ist mit diesem Boot passiert? Ich denke mal, es ist irgendwo gekentert. Und ist jetzt kaputt. 2 Skillpunkte dafür, dass ich rausgefunden habe, dass ein Boot hier ist, oder was? Das fragt sie cool aus. Und ein paar Ressourcen gibt's auch. Und hier gibt's nix. Okay, aber hier hinten war ich auf jeden Fall... Doch, hier war ich auch schon. Gut, aber wir sollten auch die Wasserpassagen hier so ein bisschen absuchen, weil ihr seht ja schon diese kleinen Mini-Inselchen, die man hier bekommt. Da sind auch natürlich Ressourcen drauf und vielleicht auch das ein oder andere Secret. Und ich glaube, die zeigen einen dann hier irgendwo das Ende, ne? Oder? Ich kann hier noch weiter. Nicht, dass er mir ersäuft. Gleich kommt ein Hai und frisst mich. Ich würde das voll abfeiern, ehrlich gesagt. Ah, jetzt ist vorbei. Gut, dann gehe ich mal nach links. Drücke die Karte. Ja, ich weiß. Sag mal, wie oft will mich das Spiel noch darauf hinweisen, dass ich die Karte benutzen kann? Ich habe es jetzt langsam verstanden. Ich weiß, für mich muss man alles 5-mal erklären, aber dann reicht's auch. Ich bin ja dankbar dafür, dass ich gerne mal darauf hingewiesen werde, auf verschiedene Dinge, die ich falsch mache, aber permanent? So, ich glaube, ich sollte mal langsam wieder in Richtung... Land, wenn da ein Land ist. Hier, war ich hier schon? Da ist was kaputt, oder? Nee. Das kenne ich auf jeden Fall noch nicht hier, oder? Da ist ja aber auch nichts. So, da komme ich her. Okay, dann muss ich wieder da lang laufen. Gut, lange Rede, kurzer Sinn, um das mit Kreta jetzt ein kleines bisschen abzukürzen. Die Anlage war jetzt nicht so schön, habe ich gesagt, weil ich fand es ehrlich gesagt scheiße. Man hat am 11 Uhr erst das erste Trinken bekommen. All inclusive. Also an den Pools und so weiter. Softdrinks um 11 Uhr erst. Weil gerade mit Familie, da bist du ja gerne mal früher wach, weil Kinder meistens nicht so lange schlafen wollen. Neues Camp gefunden, Leuchtturmbuch. Ja, super. Kinder wollen nicht so lange schlafen, deswegen bist du dann früher auch mal am Pool, kriegst die Softdrinks aber dann erst um 11 Uhr.
Finde ich irgendwie scheiße, weil gerade... Das Wasserbecken, und das kann ich alles noch freischalten. Ne? Großer Pool und ein Riesenrad. Oh, ich brauche das Riesenrad. Ich glaube, da muss ich auch meine Skillpunkte verwenden. Ne? Ich will das Riesenrad. Sehen beim Hund, erhalte Ressourcen, wenn du Gebäude abreißt, halt mir Münzen. Schalte mehr neue Gebäude frei. Hier, das da, ne? Yeah, jetzt haben wir noch einen Skillpunkt. Hier, guck mal. Und weh, den kann ich jetzt nicht machen, weil ich nicht genug Sachen habe. Ja, ich will das Riesenrad machen. Ja, cool. Ein Riesenrad. Oh, cool. Wo stellen wir das hin? So, hier irgendwo. Ja, hier so mittendrin. Ich finde das eigentlich richtig cool. Oh, cool. Ein Riesenrad. Jetzt kommen die Touristen. Das ist aber sowas von. Oh, cool. Und Stoff. Kriege ich auch noch. Nein, das sind keine Drogen. Das ist normaler Stoff. Und ein Leuchtturm. Kann man den reparieren? Ja, und generell fand ich die Anlage halt einfach auch nicht so gigantisch gut. Dann die ganzen Deutschen haben sich natürlich immer wieder die Pool-Liegen reserviert. Ist echt so. Ich bin selber Deutscher, ich darf lästern. Es ist echt so, die reservieren sich die ganze Zeit die Kackliegen. Das ist unglaublich, ne? Oh, morgens, du gehst morgens hin um 9. Da liegen schon überall Handtücher und alles beim Frühstück. Keiner liegt da, alle am Frühstück, am Frühstückstisch, Frühstücksbuffet. Und keine Sau liegt da, wo man sich's reserviert hat. Warte mal, ich gehe trotzdem erstmal, oder? Soll ich links lang gehen, oder? Ich komme da, glaube ich... Stimmt, ich komme da, glaube ich, gar nicht hoch, ne? Der ganze Bereich hier, der quasi durch dieses Dunkelbraun da verdeckt ist, ich glaube, da komme ich gar nicht hin. Noch nicht. Deswegen muss ich eigentlich... Ich gehe mal jetzt am Strand entlang. Getroffene Camper 0 von 0 von 0. Ich will Camper. Oh, da sind noch Ressourcen. Schnell noch mitnehmen. Ich will jetzt endlich auch mal Camper sehen. Ich fühle mich so einsam auf der Insel. Nur Omi und ich. Gut, es kann schön sein, aber irgendwann vereinsamt man doch, oder? Ja gut, der Part ist eh bald vorbei. Ihr seht schon, es wird dunkel. Ich muss mich sputen, einen Schlafplatz zu finden. Und dann sage ich jetzt schon mal zu euch... Vielen Dank fürs Zusehen. Und wenn ihr mehr von diesem Spiel und von meinen Geschichten, ich habe noch einige Geschichten zu erzählen, ich habe sehr, sehr viel Urlaub in meinem Leben gemacht. Wenn ihr noch mehr Geschichten zu meinen Urlauben hören wollt oder wir generell hier alles erkunden wollen, wenn wir vielleicht rausfinden wollen, was es mit diesem ominösen, komischen Freak in dem Brunnen auf sich hat oder mit dem Brief, den wir ja immer noch übergeben müssen, was da drin steht, wem der jetzt letztendlich, von wem der kommt, an wen er geht, wissen wir ja. All diese Fragen können wir zusammen beantworten, wenn ihr das denn wollt. Zeigt es mir in Form einer Bewertung und Kommentaren und dann werden wir das nächste Mal, wenn ich selber noch erkunden möchte, aber es ist ein nettes kleines Erkundungsspiel, ich mag das tatsächlich sehr, sehr gerne, dann können wir das nächste Mal das dann in Angriff nehmen. So, dann gehe ich jetzt schlafen. Dafür muss ich aber erst... Ja, da ist mein Zelt. So schön. So, schlafen. Gute Nacht. Wünsche ich euch auch. Gute Nacht. Bis zum nächsten Mal.